doch der Wald. Ich hoffe, ich finde die Fasnet nicht bald. Ja, sag mal, was ist denn auch los? Jetzt wird es aber langsam Zeit, jetzt soll es losgehen. Die Zeit, die verrät ja wie im Flug. Ah ja, aber es fehlt ja noch der Fanfarenzug. Ja, und die Rosenecker-Schütze? Ja, die sollten mal die Böller loslassen. Von denen ist aber auch noch keiner da. Ja, und wo sind die Schauspieler? Und keine Kulisse? Keine Ahnung, die hat es, glaube ich, in der Luft verrissen. Ja, keine Presse, kein Filmer. Und unser treues Publikum. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist ja alles wirklich säckeldumm. Ja, das heißt ja, dass wir zwei heute für alles zuständig sind. Fürs Spielen, fürs Klatschen und fürs Lachen. Ha, dann wollen wir halt in Gottes Namen die Fasnachtseröffnung alleinig machen. Halt, 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 halt. Ich bin auch noch da. So geht's ja jetzt. Herzlich willkommen, ihr Volk aus nah und fern. So, wie ich heute die Fasnet eröffne, das mache ich gar nicht gern. Hört zu, ihr Junge, und besonders die Alten. Heute muss mal einen Übertragungskanal herhalten. Am Computer und für ganz die Schlauen muss man leider meine Eröffnung an einem Bildschirm schauen. Ich sage das jetzt heute mit gutem Gewissen, unsere Lage ist total beschissen. Ich sage das auch jetzt und nehme kein Blatt vor den Mund. Heute müssen wir nachher leider minder wie jeder Hund. Das Theaterstück ist geschrieben und probet haben wir auch. Verstanden jetzt, warum wir leiden, Mont Witzau. Das Freilichtspiel, wie kann es auch anders sein, handelt von einer dermaßen Pandemie. Es ist natürlich wahrheitsgetreu und spielt in der Taverne zum Löwe und dessen Garten. Doch zum das Spektakel zu sehen, wo wir leider alle ein ganzes Jahr warten. Aber eins ihr Narren, und das schwöre ich, über Rille singe ganz Deutschland mitsamt der Höri. Unterkriege lassen wir uns nie im Leben. Und wer vom Absage der Fasnet spricht, ist total daneben. Lose dir Wochenblättler, ich sag das jetzt hier. Und das zählt auch für den Südkurier. Wir fügen uns deine Bestimmungen. Das macht ja auch Sinn. Drum sind wir heute nur ein paar Leute draussen und feiern Kopfparty drin. Das Ganze ist natürlich an alle mit gutem Beispiel ein Appell. Aber eins ist klar, Horik Horik nicht der Sell. Somit eröffne ich jetzt also die Phase 2021 hier vor Röllesingen. Und egal wie wir es machen, das soll uns wieder wohl gelingen. Frei nach unserem alten Motto. Wein heiligt unseren Zweck, es lebt der Junker Hans und die Fasnet unterm Rosenegg. Horik! Die Fasnet macht eine Pause, doch ich freu mich jetzt schon drauf. Nächste Fasnet, nächste Fasnet, sehen wir uns wieder, sehen wir uns wieder. Und dann singen wir zusammen all die alten Lieder. Nächste Fasnet, nächste Fasnet, ich bin dabei, ich bin dabei. Da sehen wir uns wieder, das wird unsere Zeit. Da sehen wir uns wieder, das wird unsere Zeit.